herzlich willkommen zu Cyrils Brettspiele durchgespielt. Heute Russian Railroads aus dem Hause Hans im Glück. Mein Name ist wie immer Nils und wir werden wie immer anfangen mit den Komponenten, dann die Regeln und dann eine komplette Partie spielen. Wieder einmal drei Spieler. Also schauen wir uns mal an, was in der Box ist. Als allererstes der Hauptspielplan. Bei Russian Railroad handelt es sich um ein Arbeitereinsatzspiel. Dieses Symbol hier immer bedeutet ein Arbeiter einsetzen oder zwei Arbeiter einsetzen. Es gibt auch drei Arbeiter setzen und dann dahinter die Aktion ausführen. Hier wird später die Zugreihenfolge festgelegt. Hier außen zählt man die Punkte. Und auch das kann ich jetzt schon mal verraten. Es gibt gleich einen ganz interessanten Mechanismus für die Punkte. Hier unten werden die Runden im Endeffekt abgetragen. Das heißt, man weiß, wie viele Runden man noch zu spielen hat. Hier, das ist das einzige Feld, was etwas abweicht, weil hier kann man nur Geld einsetzen, sogenannte Rubel. Und hier kann man einen Arbeiter und einen Rubel einsetzen, um den Effekt zu bekommen. Über alle Effekte reden wir gleich. Schauen wir uns erst einmal noch die ganzen Komponenten an. Sogenannte Verdoppler-Token oder mal zwei Token. Das sind die Rubel hier. Das sind zwei extra Arbeiter. Die werden hier hingestellt. Wenn man einen Arbeiter einsetzt, kann man zwei bekommen. Das sind Lokomotiven. Beginnen mit einer Lokomotive 2, 3, 4, 5, bla bla bla. Die werde ich für die Reihe mal aufeinander stapeln. Dann habe ich deutlich mehr Platz, denn sie müssen auch in der Reihe gebaut werden. Hier oben in der Ecke gibt es immer noch ein ganz interessantes Symbol, denn eine Lokomotive kann meistens im Spiel als Lokomotive oder als Fabrik eingesetzt werden. Und als Fabrik hat sie dann diesen Effekt. Als Lokomotive schlichtweg die zwei rechts außen. Gucken wir, was weiterhin in der Box ist. Eigene individuelle Spielpläne für Rot, Grün, Blau und Gelb. Über die reden wir gleich noch. Sogenannte Ingenieure. Im Dreierspiel, und wir spielen heute ein Dreierspiel, spielen wir mit 3A und 3B, die zufällig ausgewählt werden. Und die werden wir dann auch nehmen. Einen Letztrundenmarker spielen wir aber, braucht man nicht so richtig, ist ganz hilfreich. Ich nehme den gleich und lege den hier hin und der markiert dann die letzte Runde. Dieses hier sind Spezialaufträge, da kann man 15 Siegpunkte nehmen, diese Sterne sind Siegpunkte. Oder dieses hier, wenn man diese Verdoppler-Dinger hat, 4 oder mehr gibt 20 Punkte, bei 7 oder mehr 30 Punkten. Dieses hier sind Karten, die man nehmen kann, sobald man einen besonderen Fragezeichen-Token kriegt, eine Medaillenehre, eine Ehrenmedaille, Entschuldigung. Dazu komme ich gleich, da gibt es 5 verschiedene, die darf man auswählen. Und dann noch die Spielereihenfolge wird durch 1, 2, 3, 4 Karten angezeigt, bei mir natürlich mit 3. Und am Anfang des Spiels kriegt derjenige, der Zweiter, Dritter und Vierter ist, eine kleine Belohnung. Nämlich dieser hier, der Erste nicht, darum auch hinten nicht die 1 aufgedruckt. Und da ich noch mit 3 spiele, wird es also nur den Zweiten und Dritten treffen. Die darf man sich dann aussuchen. Was gibt es noch in der Box? Und das ist individuell. Es gibt hier schwarze, graue, braune, naturfarbene und weiße Gleise. Die weißen sind etwas größer, sind auch die wertvollsten. 8 Arbeiter bis zu 8 Arbeiter. Im 4-Spieler-Spiel nur 7, im 3-Spieler-Spiel aber 8. Dieses hier sind Marker, einmal ein Punktemarker auf der Zählleiste und einmal an welcher Position im Spiel ich mich befinde. Jeder startet mit einem Rubel. Diese hier sind ganz interessant, diese Fragezeichen, das sind die sogenannten Ehrenmedaillen. Und die darf man im Spiel immer, wenn man eine Ehrenmedaille kriegt, sich aussuchen. Also ich darf mir aussuchen, welche dieser Aktionen ich nehmen darf, die 7 verschiedene. Das sind sogenannte Industriemarker, auch da starte ich mit einem und kann nachher einen kriegen. Das ist die sogenannte Kiew-Medaille. Jeder startet mit einer Einerlok. Es gibt hier noch ein Verbesserungs für Gleise, später mehr. Und das sind nur für die Punktemarker. Wenn ich die 100 überkreuze, lege ich das unter. Auf der Rückseite 200, das hier und dann 400. Denn es könnte bis zu 400 Punkten locker werden. Ja, und das ist dann das individuelle Spielerbrett. Hier habe ich drauf die Linie Moskau-Wladiwostok. Die Transsibirische Eisenbahn, die geht hier einmal ganz rum. Dann habe ich Moskau-St. Petersburg, die Linie, Moskau-Kiew, die Linie und hier unten einen Industry Track. Und vielleicht sieht man das hier ganz gut, der ist hier unten unterbrochen.
In diesen muss ich dann immer diese sogenannten Industrien reinbauen, bekomme da ein Feld, aber kann dann auf dem Track weiterlaufen. Ja, das ist schon das Material. Schauen wir uns jetzt einmal die Regeln an. So, für die Regel habe ich schon etwas aufgebaut, habe mich präpariert, mein Spielertableau. Jeder Spieler startet mit den schwarzen Gleisen, die grauen, braunen, neutralen und die weißen kriege ich erst später im Spiel dazu. Gucken wir uns mal etwas genauer das Spielertableau an. Im Laufe des Spiels werden hier diese Gleise auf diesen Feldern gelegt, Entschuldigung, nicht auf denen hier oben. Und dieses Feld zum Beispiel sagt, sobald das Schwarze dieses Feld trifft, bekomme ich drei Graue. Ich nehme mir also meine drei Grauen und verteile die hier zu jeder Strecke ein. Das wird hierdurch angezeigt, denn hier, hier und hier darf ich Graue verwenden. So, dann kommt man weiter, bla bla bla. Hier ist ein braunes Feld, erkläre ich gleich. Hier treffe ich wieder, dann bekomme ich braune ins Spiel, hier bekomme ich weiße. Hier ist ein weiteres Symbol. Das schwarze plus die Lok bei der 12. Dann kriege ich eine neue Aktion freigeschaltet. Dazu muss ich aber sowohl mit dem schwarzen Gleis hier sein, als auch Züge haben, um bis hierhin vorzudringen. Und Züge bedeutet, man startet mit einer Lok. Man muss auf diesen beiden Feldern, und die Transsibirien-Eismann ist die einzige, die zwei Züge fahren darf, zusammen 12 Zahlen haben. Also mit einer 1 starte ich. Ich muss also irgendwann diese Loks kaufen, die vielleicht mal, sagen wir mal, 6 und 6 haben, um zusammen 12 zu haben. Und dann schaltet sich dieses Feld frei. Gucken wir uns einmal im Einzelnen die Felder an. Dieses hier gibt natürlich einen neuen Arbeiter, das ist klar. Also mit einem braunen Teil dieses hier erreichen. Plus wenigstens eine Dreierlok da haben, dann kriege ich einen neuen Arbeiter. Hier kriege ich neue braune Strecken, weiße Strecken. Dieses hier bedeutet immer, ich darf mir eine Ehrenmedaille nehmen. Das sind diese hier. Darf mir eins von den Fragezeichen aussuchen. 7 hat jeder. Wir besprechen die einzelnen gleich noch. Und die Aktion dann auch sofort ausführen. Hier bekomme ich weiße und darf die weißen auch gleich zwei Felder vorschicken. Weiß bekommt man allerdings nur einen, weil weiß darf man nur hier auf der Transsibirischen nutzen. Und dieses Feld besagt, man bekommt 10 Siegpunkte, denn dieser Stern ist immer Siegpunkte. Es gibt eine zweite Strecke, das ist die nach St. Petersburg. Da bekommt man hier mit Schwarz und einem Zug eine Ehrenmedaille, noch eine Ehrenmedaille, also eigentlich die Strecke für die Ehrenmedaille. Dieses bedeutet mit Grau und dem Zug. Und dann werden die ganzen verdoppelt, die Punkte. Schauen wir uns gleich an, was das heißt. Und nochmal 10 Punkte. Und hier, das ist die Kiew-Sache. Hier kann man richtig viele Punkte machen mit dem Schwarzen und der Lok. Immer plus 1, plus 2 macht also in Summe 3, plus 3 macht 6, plus 4 sind 10. Hier dieses Umrundete heißt, da kann man nachher eine besondere Aktion drauflegen mit einer silbernen und dem. Mit dem Zug schafft man nochmal weitere plus 20. Hier bekommt man ebenfalls einen neuen Arbeiter. Und hier nochmal plus 10 Punkte. Jede Runde dann bedeutet das. Und hier auch 10 Punkte. Ja, und dann gibt es noch den Industry Track. Der Industry Track, der kriegt Punkte. Bis 5 ist das alles gar kein Problem. Nach 5 muss man allerdings irgendwann hier auch eine Fabrik bauen. Sobald man die Fabrik berührt, hat die immer eine Sondereigenschaft. Die gucken wir uns später im Spiel an. Und dann 10, 15, dazwischen immer dran denken, muss eine Fabrik erst gebaut werden, die muss man dann noch nehmen. Hier gibt es dann noch mal eine Ehrenmedaille und dann geht es hoch bis zu 30 Punkten. Das ist der eigene Chart. Ich weiß, jetzt klingt das sehr kompliziert und sehr verwirrend für alle, aber ihr werdet sehen, das ist nachher ganz einfach. Gucken wir uns einmal diese besonderen Ehrenmedaillen an. Unter den Ehrenmedaillen verstecken sich sogenannte Aktionen, die man auswählen kann. 7 bei allen Spielern gleich. Gucken wir mal. Dieses hier bedeutet, ich darf mir sofort Verdoppler-Token nehmen, 3 Stück. Dieses bedeutet, ich darf mir den zweiten Industry-Track-Marker nehmen. Einen habe ich hier, damit starte ich bei 0. Das sind diese sechs- oder achteckigen, sechseckigen lilafarbenen. Sagen wir, ich habe das bis hierhin geschafft, bis zur 10. Und ich kriege da noch einen, dann darf ich mir den da auf die 0 wieder setzen und nochmal anfangen. Für die Leute, die auf Industrie gehen, gar nicht so schlecht. Das nächste ist hier dieser Token. Was macht der? Aha, das ist ganz einfach. Der darf die Kiew-Medaille setzen.
Die Kiew-Medaille habe ich euch schon gezeigt, ist so eine extra Sache, hat auch jeder Spieler extra. Die legt man auf den Kiew-Track und dann wird da nochmal ordentlich jede Runde gewertet. Dieser hier besagt 5 Vorgehen, das ist dieses lila Symbol für Industriemarker und 5 Pfeile drüber. Auf dem Industrie-Track 5 Vorgehen. Wenn man 2 Industriemarker hat, natürlich beliebig, welche man nimmt. Dieses hier ist Punkte erhöhen bei den Gleisen. Dazu gleich mehr. Dann haben wir noch den nächsten Token, das ist dieser hier. 4 Fragezeichen Strecken vorgehen. Dieses ist das Symbol für eine Schiene. Also das heißt nachher diese Schienen hier vorbewegen. Und Fragezeichen bedeutet egal welche Farbe. Und vorbewegen ist ja dafür wichtig, um dann hier die Sachen freizuschalten und aber auch später Punkte zu bekommen. Und last but not least, und das ist der Token, der meistens relativ früh genommen wird, dieser hier. Der bedeutet sowohl diese Verbotskarte nehmen, als auch die Fragezeichenkarte nehmen. Beide darf man nehmen. So, und da kommen jetzt diese extra Karten ins Spiel. Diese hier. Das sind die sogenannten Fragezeichenkarten. Hier darf ich mir also eine neue Sache nehmen. Hier zum Beispiel eine Industrie. Dazu gleich mehr, wie man sich Industrie nimmt. Und auf dem Industrie-Track 2 vorgehen ist dann eine Sofortaktion. Hier bekomme ich einen sogenannten Ingenieur, der liegt auch hier. Und ein Rubel dazu, also ein Geldstück. Ingenieure, gleich sind eigene private Arbeitsfelder, die nur ich benutzen darf. Hier bekomme ich sofort eine Lok 9. Kann am Anfang auch sehr stark sein. Hier bekomme ich einen zusätzlichen schwarzen Arbeiter, den man ganz normal einsetzen kann. Nutze ich ihn auf einem Feld mit einer schwarzen Schiene, bekomme ich immer plus 1 auf der Weitergehweise. Und hier kann ich mir einen plus 2 Marker, einmal auf der Industrie, eine Schiene plus nochmal eins dieser frei auswählen. Ja, was bringt das jetzt alles? Wir bauen dazu nochmal eben ganz kurz das Setup vollständig auf. Zum Setup habe ich ja schon gehört, gehören 3 dieser sogenannten Ingenieure. Die habe ich schon mal ausgewählt. Die werden dann hier raufgelegt. Dieser sind A und hier kommen B, B und B. Die Ingenieure markieren auch gleichzeitig die Rundenanzahl. Wir spielen also genau 6 Runden. Der erste Ingenieur ist nicht offen, der wird verdeckt hingelegt. Der ist nicht zum Benutzen, der ist nur zum Kauf da. Dennoch hebe ich ihn einmal kurz auf. Diese Seite ist eigentlich die richtige. Einen Arbeiter einsetzen, einen Verdoppler-Token bekommen und 3 Siegpunkte bedeutet das. Diese kleine Nimmer wird später wichtig, dazu aber später mehr. Dieser wird hier hingelegt, den kann man für 1 Gold, für 1 Rubel kaufen. Dieser und dieser sind in der nächsten Runde zum Kauf verfügbar. Also dieser wandert dann hierhin, der dahin. Die wandern alle rüber die ganze Zeit. Sind aber jetzt schon zum Benutzen zur Verfügung. Und hier darf man für einen Arbeiter irgendeine Schiene vorlegen und 3 Punkte kriegen. Und hier für einen Arbeiter einen schwarzen und einen grauen vorschieben. So, und jetzt gucken wir uns nochmal an, wie überhaupt so eine Runde abläuft. Wie gesagt, ich weiß, das Spiel ist, der Einstieg ist nicht ganz einfach, weil es wirklich viel zu tun gibt und es sieht sehr wuselig aus. Aber wenn man es einmal spielt, ist es eigentlich straightforward. Und man muss ganz klar sagen, dieses Spiel, ich habe ja schon im Vorhin gesagt, kann bis zu 400, 500 Punkte kriegen. In diesem Spiel muss man sagen, alles gibt eigentlich Punkte und alles gibt millionenfach Punkte. Also eigentlich ist es egal, was man macht. Man kriegt immer ständig Punkte in den Wertungen. Die Frage ist nur, wie viel kriegt man? Gucken wir uns einmal die gesamten einzelnen Felder an. Das Spiel oder eine Runde läuft wie folgt ab. Startspieler, hier sieht man die Spielerreihenfolge. 1, 2 und 3 spielen wir mit. Diese beiden Felder erkläre ich gleich nochmal. Der Startspieler setzt einen Arbeiter, sagen wir mal, es ist rot. Rot darf jetzt einen seiner Arbeiter hinsetzen oder auch mehrere. Er darf ein Feld belegen. Wenn er für dieses Feld 3 Arbeiter braucht, dann legt er da 3 Arbeiter drauf. Wenn er für dieses nur 1 braucht, dann legt er da nur 1 drauf. Danach ist der zweite Spieler dran, sagen wir mal der Einfachheit, das ist blau. Der darf sich überall raufsetzen, nur nicht auf das Feld, was rot genommen hat. Das hat rot genommen, das heißt blau bleiben alle anderen Felder, hier zum Beispiel oder hier oder hier oder was auch immer,
Nur nicht dieses. Es gibt keinen Verdrängungswettbewerb. Dann ist gelb dran, dann ist wieder rot dran und das Ganze wird so lange gespielt, bis keiner mehr Arbeiter hat. Jeder startet mit 6 Arbeitern. Im Verlauf des Spiels kann man bis zu 2 weitere Arbeiter bekommen, also bis zu 8. Dazu gibt es dann noch den schwarzen Arbeiter, 9, und sogar diese neutralen Arbeiter für eine Runde benutzbar. Also bis zu 11 kann man kriegen. Ganz wichtig sei noch zu sagen, Geld ist immer ebenfalls ein Arbeiter, sogar ein etwas verbesserter Arbeiter, weil es eben ein Feld gibt, wo man nur Geld machen kann und eins, wo man einen Arbeiter und Geld braucht. Aber grundsätzlich kann man so einen Rubel immer einsetzen und die Aktion nehmen. Rubel ist quasi ein angeheuerter Arbeiter in Russland. Also, Arbeiter einsetzen, der Reihe nach, Felder, die man nutzt, werden geblockt. Ja, und jetzt gucken wir uns einfach an, was sind die Felder. Mit diesem hier darf man, wenn man einen einsetzt, 2 Schienen, 2 schwarze Schienen, einen vorsetzen. Hier, um das gleich vorwegzunehmen, für 2, 3. Das gleiche gibt es für Grau, das gleiche gibt es für Braun, für Naturfarben und für Weiß. Nur hier wird es etwas schlechter, weil die höhere Punkte sind. Des Weiteren gibt es hier für einen Arbeiter und einen Rubel 2 beliebige, darum die Fragezeichen, völlig egal. Da könnte man sogar 2 weiße mitgehen, wenn man das kann. Wie man vorgeht, gleich komme ich gleich zu. Und hier dieses Feld, darum so eine graue Hinterlegung. Hier, das ist das einzige Feld im ganzen Spiel, können unendlich viele draufstehen. Wenn ich hier einen hinstelle, kann ich entweder einen schwarzen oder einen grauen, um genau einen vorgehen. Und man sieht schon, das Feld ist natürlich viel schwächer als dieses hier, weil da darf man ja 2 vorgehen. Das ist sozusagen der für übergebliebene Arbeiter, sozusagen der Friedhof. Wie bewege ich meine Schienen? Ich starte das Spiel nur mit 3 schwarzen Schienen, das heißt, ich kann also am Anfang auch nur schwarze nutzen. Am Anfang des Spiels sind also diese hier quasi alle sinnlos und nicht zu benutzen. Nehmen wir an, ich gehe auf das Feld 3 schwarzen, dann kann ich mir überlegen, ob ich diese, diese oder diese je einen vorsetze, einen 3 oder was auch immer ich will. Dazu nehme ich eine Schiene, 1, 2, 3, vorgesetzt, fertig ist. Das nächste Mal, wenn ich dran bin, kann ich wieder 1, 2, 3. Und man sieht, sobald ich diese hier überkreuze, kriege ich schon graue und dürfte auch graue benutzen. Die oben, die transsibirische, ist also wichtig, um die anderen Farben der Schienen freizuschalten. Wenn ich hier mich schnell bewege und noch Züge dazu habe, dann kriege ich hier diese Medaillen und diese Strecke macht einfach schnell Punkte und gibt hier nachher noch einen zusätzlichen Arbeiter. Man muss sich schon so ein bisschen entscheiden, was man möchte. Ganz wichtig an diesem Arbeiter, das sieht man vielleicht, da muss man nicht einmal die Lokomotive haben, da ist nicht dieses Plus-Lokomotiven-Symbol. Den Arbeiter kriegt man, sobald man schwarz 7 vorgeschoben hat. Also relativ schnell machbar. Ja, das zu diesen Feldern. Auf diesen Feldern hier, 1, 2, sind diese Kopffiguren. Ein Arbeiter ist ein komplettes Männchen, eine Kopffigur das. Dieses repräsentiert die Spielerreihenfolge. Um die Spielerreihenfolge zu ändern, kann ich meinen hierhin platzieren. Nein, ich muss das so machen. Nicht auf den gleichen Platz, wo ich bin. Also Rot darf sich nicht da hinsetzen. Und wenn Rot Startspieler ist, darf er sich nicht hier hinsetzen. Dann darf er sich aber an 2 setzen. Dadurch verändere ich die Spielerreihenfolge am Ende der Runde. Und das ist ganz interessant, wie bei manchen anderen auch, nachdem alle Arbeiter eingesetzt sind, darf als erstes dieser hier seinen einen Arbeiter, und er hat ja nur noch einen, auf irgendein offenes Feld auf dem ganzen Spielplan oder auf seinem eigenen Tableau legen. Vielleicht hat man ja auch, wenn man diese Ingenieure kauft, die kommen zu einem selber, dazu gleich mehr, und darf den wegnehmen und ihn irgendwo hinsetzen. Wenn kein Platz mehr ist, landet der im Endeffekt hier und man darf zumindest noch einen Schritt vorgehen. Hiermit ändert man also die Schrittreihenfolge und darf zum Schluss nochmal agieren. Hier unten kann man nichts machen. Diese kann man ganz normal nutzen als Felder, wobei dieses hier bedeutet, einen Arbeiter einsetzen und in schwarze und graue vorgehen. In der allerersten Runde vielleicht nicht ganz so stark und hier einen Arbeiter einsetzen, eine Schiene vorgehen und 3 Siegpunkte kriegen. Auch in der allerersten Runde nicht so stark. Hier habe ich schon gesagt, muss man Rubel einsetzen, um das zu bekommen. Dann bekommt man diesen Ingenieur und alle Ingenieure, die man bekommt, die tut man, ja, da muss ich mir dann nur überlegen, wofür, wohin.
Die baut man sozusagen in sein eigenes Reich. Die sind dann persönlich für einen und man darf diese Ingenieure nur man selber nutzen. Das ist also ein Ingenieur, den nur noch Blau dann benutzen dürfte. Ja, gucken wir uns noch die letzten 9 Felder an und dann haben wir auch schon die Felder durch. Hier darf ich entweder eine Lok kaufen oder aber eine Industrie. Was sind eine Lok oder eine Industrie? Das sind die Lokkarten. Dummerweise muss man den Stapel von 2 bis 9 in der richtigen Reihenfolge durchspielen. Das bedeutet, die erste Lok, die ich kaufe, muss eine 2 sein. Auch die zweite und die dritte. Die vierte ist dann schon eine 3. Ich kann dieses jetzt als Lok nutzen oder die Rückseite als Industrie. Wenn ich sie als Lok nehme, habe ich 1, 2, 3, 4 Plätze, denn jede Eisenbahn muss mit einer Lok außer die Transsibirien mit 2 Loks fahren werden und kann sie überall einsetzen. Ich kann auch diesen hier überbauen, indem ich hier einfach einen Zweier nehme. Dann darf ich diese überbaute überall anders einsetzen. Sozusagen hier runterschieben. Was ich nicht machen darf im Verlauf des Spiels ist, hier eine 2 hinsetzen und diese 1 woanders benutzen. Denn nur überbaut darf ich anders benutzen. Wofür sind die Loks hier gut? Klar. Diese bedeutet, ich kann nur bis dahin einerseits für diese Symbole, andererseits für die Wertung dazu in dem Abschnitt Wertung gleich mehr. Alternativ habe ich auch gesagt, ich kann sie als Industrie nutzen, dann flippe ich sie einfach um und auf der Rückseite ist immer ein Symbol. Ich zeige euch mal kurz, wie das geht. Man baut eine Industrie hier an und sobald mein Industriemarker, dieser hier ist und ich einen weiter mich bewege, selbst wenn ich mich 2 weiter bewege, mache ich dieses im Vorbeigehen, dann bekomme ich diese Sonderaktion und kann sie sofort benutzen. Oder aber ich flippe dieses Ding um und kann es als Industrie benutzen. Als Industrie benutzen bedeutet, ich lege es hier an. Sobald mein Industriemarker nun hier ist und ich die Industrie um einen weitergehe, kann ich dieses benutzen. Aber selbst wenn ich um 2 weitergehe, nutze ich diesen Effekt im Vorbeigehen. Und dieser Effekt von den Industrien bedeutet immer, ich nutze diesen Effekt einmalig. Und dieser Effekt, klar, ist wieder eine Lok nehmen oder eine Industrie. Das Bild kennen wir ja schon. Also immer dran denken, die Loks müssen in der richtigen Reihenfolge gekauft werden. Mit einem Arbeiter eine Lok oder eine Industrie. Mit 2 Arbeitern eine Lok oder eine Industrie. Da fragt man sich natürlich, warum mit 2 Arbeitern? Mit einem ist ja besser. Ja, aber es gibt nur 3 Plätze dafür. Und manchmal muss man eben dann 2 einsetzen. Mit 3 Arbeitern eine Lok und eine Industrie. Mit einem Arbeiter einen auf dem Industrie-Track vorgehen, mit 2 Arbeitern 2 auf dem Industrie-Track vorgehen, mit 2 Arbeitern eine Industrie und eine schwarze Schiene vorgehen. Ein Arbeiter gibt mir einen Doppler-Token, zu den Doppler-Token bei der Wertung gleich mehr. Ein Arbeiter gibt mir 2 Gold, eins der wohl beliebtesten Felder und ein Arbeiter gibt mir 2 nicht permanente, sondern temporäre Arbeiter, die ich dann nur in dieser Runde benutzen darf. Ja, gibt halt einen Arbeiter mehr. Diese 3 sind eigentlich die beliebtesten Felder, die am Anfang immer genommen werden von jeder Runde. Jetzt haben wir alle Felder erklärt. Wenn also alle Spieler einmal ihre ganzen Arbeiter eingesetzt haben, sobald man den Arbeiter einsetzt, macht man auch den Effekt sofort. Sobald man das gemacht hat, und alle, wir starten ja jeder mit 6 Arbeitern, mit 3 Spielern, also alle 18 Arbeiter auf dem Spielfeld verteilt sind. Und bitte dran denken, sobald man einen Ingenieur selber hat, darf man das auch dort einsetzen. Sobald alle 18 auf dem Spielfeld sind, kommt es zu einer Wertungsphase. Und die Wertung in diesem Spiel ist ehrlich gesagt recht kompliziert. So, die Wertung. Dafür gibt es offiziell diese Wertungskarte, aber die schiebe ich direkt darunter, weil ehrlich gesagt, ich brauche die nicht. Obwohl die Wertung, wie gesagt, nicht einfach ist. Eine wichtige Regel, die ich noch erklären muss an dieser Stelle, um auch die Wertung zu verstehen, ist, wenn ich den schwarzen Track vorbewege und den grauen hinterher und dann meinetwegen auch noch den braunen hinterher, macht natürlich erst Sinn, wenn ich das hier geschafft habe, dann darf ich zu keinem Zeitpunkt jetzt den grauen Track weiter bewegen, weil der schwarze das blockiert. Auch nicht, wenn ich 2 habe. Ich darf nicht überspringen. Also erst der Schwarze, dann muss immer der Graue folgen und dann der Braune. Gehe ich also mit Schwarz nur einen vor und Grau und habe jetzt warum auch immer hier zum Beispiel nur den Arbeiter für 2 Braune, dann kann ich den nur einen vorsetzen und muss entweder
Und wenn ich hier auch noch einen braunen habe oder hier diese nutzen, oder aber ich verschenke eine Bewegung, was natürlich blöd wäre. Kommen wir also mal zu der Abrechnung. Angefangen bei dieser Strecke. Abrechnen darf ich immer nur, wo ich auch eine Lok habe. Mit dieser Lok darf ich 4 Felder fahren, also 1, 2, 3, 4. Ich darf also maximal bis hierhin fahren. Jede graue Schiene, die ich habe, zählt einen Punkt. Das heißt also, wenn ich diese habe und mit einer 4er Lok hinfahren darf, habe ich einen Punkt. Jetzt fragt man sich, wie kommt man mit zu 400 Punkten. Die braune zählt 2 Punkte. Und die braune hat einen und alle dahinter liegen 2, 3 mal der 2 Punkte sind 6. Für diese Strecke gibt es also 6 plus 1 sind 7 Punkte. Schwarz zählt nie etwas. Wenn ich das hier gemacht habe, dann zählt hier zum Beispiel, und ich habe jetzt hier, auch wenn ich hier jetzt aktuell nur keine Lok habe, aber sagen wir mal, ich hätte hier insgesamt 10, dann kann ich ja locker bis dahin fahren, dann habe ich hier einen Punkt für den grauen, 1, 2, 3, 4, 5 für den braunen, 5 mal 2 sind 10, plus 1 sind 11. Bei der transsibirischen Eisenbahn kann man diese sogenannten Verdoppler-Token einsetzen. Hat man also diese Verdoppler-Token hier, dann zählt diese Strecke schon. Ein grauer weiterhin. 1, 2, 3, 4, 5 braune. Ein brauner ist der Basiswert 2. Verdoppelt 4 mal 5 Felder sind also 20. Insgesamt 21 Punkte hierfür. Diese Werte hier, denn der Naturfarbene zählt nachher 4 und der weiße 7. Kann man noch über diese Sonderereignisse aufboosten auf 3, 6 und 10. Dann ist nachher dieser hier, wenn der hier stehen sollte, 1, 2, 3 wert. Mal 10 sind 30, verdoppelt 60 Punkte. Und bei 400 Punkten kann man sich vorstellen, 60 ist schon viel. Der weiße, wenn man ihn einsetzt, dann sollte er also hier oben bei den Verdoppler Token schon ordentlich auch was bringen können. Da man nur 6 Runden Spielzeit hat, ist das sehr knapp, den Weißen einzusetzen. Das kann ich schon so mal verraten. Hierüber gibt es die meisten Punkte. Bei der Transsibirischen zählen die Verdoppler-Token. Hier und hier gibt es keine Verdoppler-Token. Hier gibt es einen Verdoppler. Wenn man mit Grau dieses erreicht, dann werden alle Gleise verdoppelt. Also auch, wenn man hier den Naturfarbenen hier hat, dann zählen die auch als verdoppelt. Bei der Kiew-Eisenbahn ist es etwas anders. Hier zählt als einzige Eisenbahn auch schon der schwarze. Auch hier braucht man selbstverständlich wieder eine Lok. In diesem Fall hier meine 4, 1, 2, 3, 4. Dieses Zeichen bedeutet, wenn ich mit der schwarzen Schiene und einer Lok das erreiche, kriege ich diesen plus 1. Plus 2 macht in Summe 3, plus 3 macht 6, plus 4 sind 10. Auch hier habe ich ja schon vorhin verraten, kann ich die sogenannte Kiew-Medaille reinmachen. Sobald der graue hier kommt, kriege ich plus 20. Zusätzlich natürlich zu den 1, 2, 3, 4, 5, die es sowieso für eine graue Strecke gibt, denn grau zählt ja einfach. Ja, und so weiter und so fort. Aber immer dran denken, ich muss dafür auch eine Eisenbahn haben. Ja, und dann gibt es noch als letztes für die Industrie Punkte, und die sind einfach aufgedruckt. Hier 1, 2, 3, 5, 10, 15. Um hier hinzukommen, muss ich natürlich hier vorher eine Fabrik gebaut haben und denkt dran, dass dann diese Effekte zählen. Habe ich später einen zweiten Industrietoken hier, dann zählt das natürlich 15 plus 10. Also 25. Das Spiel läuft ungefähr so ab, dass ich in der ersten und zweiten Runde kaum bis gar keine Punkte mache. Also mal so 3 bis 5. Und danach so in so einem Schneeballeffekt die Punkte richtig losdonnern können. Soweit, so gut. Nach allen 6 Runden gibt es noch eine Endwertung. Die sehen wir aber im Spiel. Ehrlich gesagt bin ich jetzt schon
ziemlich dabei, die Regeln. Das hat schon ziemlich viel Zeit gekostet. Ich denke, wir fahren direkt los. Letztes noch für den zweiten und den dritten Platz gibt es auch immer 2 bzw. 3 Punkte. Die Punkte nicht zu vergessen, das ist das Einzige, wo es noch Punkte gibt. So, ich werde jetzt eben noch aufräumen und wir sehen uns gleich direkt zum Losspielen. Was ich vorher noch mache, ist zufällig hier Platz 1, 2 und 3 bestimmen. Und dazu nehme ich mir hier diese Pöppel. Platz 1 wird sein, der hier, blau. Dann organisiere ich um, Platz 2 gelb und Platz 3 rot. Nö, da brauche ich nicht um organisieren. 1, 2, 3. Also blau auf 1, gelb auf 2, dann rot auf 3. Dafür darf Platz 3 als erstes aussuchen, was er sich hier vernimmt. Gucken wir mal, was dabei ist. Einen schwarzen vorgehen, nee, einen Rubel, einen Verdoppler oder einen auf dem Industrietrack vorgehen. Ich kann euch so schon verraten, ich nehme Rubel, denn das ist gut. Die kommt aus dem Spiel und aus den anderen darf sich der Gelbe, der Zweitplatzierte, jetzt noch einen aussuchen. Und der nimmt sich mal einen Verdoppler-Token und legt den direkt hier rauf. Ja, jetzt haben wir schon alles gesehen, wie es ist. Die Vorbereitung haben wir auch gemacht. Und wir werden direkt gleich einsteigen ins Spiel. Diese Karten kann ich wegnehmen. Die braucht man kaum noch. Die lege ich jetzt nämlich hier hin. Und zwar Spieler 1 ist blau. Spieler 2 ist er hier. Und Spieler 3 er. Warum mache ich das? Auf der Rückseite sieht man, wenn ich gepasst habe, die Siegpunkte. Eigentlich ist es nicht nötig, weil die auch da oben aufgedruckt sind. Aber so sieht es ja ganz gut aus. Ja, dann noch eben schnell die zweite Figur auf die Siegpunktanzeige und dann sind wir bereit für die allererste Runde von Russian Railroads. Ihr habt Cyrils Brettspiele durchgespielt geschaut, mein Name ist Nils und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss!